Gut, jetzt gehen wir in die Zielgerade. Wir gehen direkt weiter mit unserem letzten Referenten. Du kannst dich schon mal auf den Weg machen. Es geht um Vjatoslav Sewald. Ich hoffe, ich spreche das recht aus, sonst nehme ich den Namen, der mir leichter eingegangen ist. Love. Da sind wir auch wieder beim Anfang. Herzlich willkommen. Auch noch ein Stück zur Frauenquote. Er wohnt seit 17 Jahren, mehr als 17 Jahren in Deutschland, ist aber in Russland geboren. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit globaler Politik und den Methoden der Menschenführung. Vjatoslav Sewald ist Initiator einer wirklich hochinteressanten Petition. Er hat bei mir offene Türen eingerannt. Und zwar, wenn es jetzt um Russland geht, die ganze Aufklärungsarbeit, wir sind ja täglich im Kampf, die Wahrheit zu spüren, wo geht es da wirklich lang. Und dann kommen immer wieder mal von RT, also Russia Today, wenn ich das recht ausspreche, kommen immer wieder mal Beiträge. Und jedes Mal, als ich das sah, denke ich, wow, diese Sender, die bringen es wirklich auf den Punkt. Da hat es innerlich einfach gewabbert. Und das kann ich euch immer wieder sagen, achtet auf das, was da drin passiert. Bauchgefühl, immer habe ich gemerkt, die treffen so genau rein, das, was wir spüren, das ist es, ja. Und dann kommt dieser Mann, ich weiß nicht, wann ein Freundestreffen, steht er plötzlich vor mir und sagt, er hat eine Petition gemacht, Russia Today auf Deutsch. So denke ich, das Beste, was man machen kann. Gegenstimme, hier, in Deutsch, von da drüben, oder? Die sagen uns, wie es ist, oder? Die sagen uns, was hier Sache ist. Ich will jetzt aber über diese Petition nicht weiter erzählen, das machst du selber. Er wird uns jetzt in diese Petition einführen. Ich habe sofort unterschrieben, glaube ich, am selben Tag noch. Ja? Danke für die Unterstützung. Vielen Dank. Mein heutiges Thema lautet ja das Ende der einseitigen Berichterstattung. Denn dazu ist es erst endlich mal die Zeit gekommen, dass die einseitige Berichterstattung und die Lügenmachenschaften der Medien aufhören. Wenn wir erkennen, dass all das bisher so schrecklich gewesen war, müssen wir irgendwas ja was tun. Oder? Jetzt kommt's. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Nun, ich beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren mit all dieser Thematik und ich hatte auch das gesehen gehabt in der letzten Zeit, was in der Ukraine vor allem abging. Denn ich sehe hier, durch den Vorteil meiner Russischkenntnisse, konnte ich direkt die Bilder sehen, was in der Ukraine los war, was die Berkul-Soldaten erzählten und so weiter. Und da hatte ich so ein Gefühl gehabt, ich dachte, das kann nicht sein, das muss endlich aufhören. Und deswegen war das einer der wesentlichen Gründe für die Russia Today auf Deutsch-Petition, weil ich ganz einfach selbst gesehen hatte, man muss was ändern und es muss was getan werden, damit diese Lügen endlich aufhören. Und also das waren meine Erkenntnisse und wie gesagt, das war einer der wesentlichen Gründe, weil ich auch gesehen hatte, was in der Ukraine los war. Und was hat in der Ukraine stattgefunden? Vom Westen finanzierter, vorbereiteter und durchgeführter gewaltsamer Regierungssturz. Das hat in der Ukraine stattgefunden. Und was geschieht jetzt in der Ukraine? Und offiziell erzählen die uns in den Medien, dass es eine Antiterroroperation ist. Aber im Grunde findet dort eine terroristische Operation statt. Nicht antiterroristisch, sondern eine terroristische Operation findet dort. Denn in den meisten Fällen war das bisher so gewesen, dass in dem Augenblick, wenn die Armee gegen das eigene Volk eingesetzt wird, war das sofort für den Westen ein Grund zum Einmarsch. Nur in der Ukraine wird dieses Regime dort gedeckt und deswegen kann ich nun sagen, dass der Westen letztendlich deckt dort diese ganze terroristische Operation. Also so viel zu der Ukraine.
Und ich hatte, wie gesagt, die Idee gehabt, Rashtudé auf Deutsch Spitzen ins Leben zu rufen. Kurz zwei Worte zu Rashtudé. Rashtudé oder RT, wie das heute heißt, staatlich finanzierte Fernsehsender mit Sendebeginn 15. September 2005. Insgesamt wird RT auf über 20 Satelliten weltweit verbreitet, erhältlich in vier Sprachen, Russisch, Englisch, Arabisch und Spanisch. Über 2000 Mitarbeiter beschäftigt RT. RT erreicht über 600 Millionen Zuschauer in mehr als 100 Ländern. In Großbritannien ist RT gemeinsam mit Al Jazeera der populärste englischsprachige Auslandssender, 2 Millionen Zuschauer, und in den USA der zweitpopulärste nach der BBC. Nun, das ist im Fernsehen. Viele Menschen haben ja ihre Aufmerksamkeit aufs Internet jetzt verlagert. Schauen wir uns einfach mal im Vergleich, was nur RT auf Englisch bisher auf YouTube erreicht hatte. Also Rashtudé ist die Nummer 1 der meistgesehenen Nachrichtenvideos auf YouTube geworden. Seit 2007 haben die dort ihren Kanal. Und ich möchte einfach mal euch kurz in Zahlen sagen. Seit 2007 hat Rashtudé über 1,2 Milliarden Abrufe. Ihre Videos. Über 1,2 Milliarden. Und Abonnenten haben die über 1,3 Millionen bisher Abonnenten. Und natürlich müssen wir das Ganze vergleichen, um zu sehen, wie das jetzt sieht. Nun, schauen wir uns einfach mal im Vergleich mit der CNN. CNN hat früher auf YouTube angefangen im Jahre 2006 und bisher haben die knapp 11 Millionen Abrufe und nur 78.000 Abonnenten. Also einfach mal an Zahlen, ja, Rashtudé hat über 100 Mal mehr Klicks auf ihren Videos erreicht als CNN. Und ich denke mal, die Klickzahlen sprechen eindeutig für sich, dass die Menschen gehen dorthin, wo die objektivere Informationen bekommen. Und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton sagte, während des Kalten Krieges haben wir ausgezeichnete Arbeit gemacht, um die Position Amerikas der ganzen Welt zu vermitteln. Wir befinden uns offiziell im Kriegszustand, im Informationskrieg. Und ich werde Ihnen gerade sagen, wir verlieren diesen Krieg jetzt. Also nicht nur die Frau Clinton kam zu diesen Erkenntnissen. Und da sind auch ja viele Menschen, auch die in den westlichen Pseudo-Eliten auch bisher sich engagiert hatten. Denn aus unserer Sicht sind das Eliten, sollten diejenigen sein, die erkennen, was im Volk sich befindet und dem Volk entsprechende Lösungsvorschläge anbieten, um die Situation nachhaltig zu ändern. Aber das sind Pseudo-Eliten, das sind keine Eliten, weil die arbeiten nicht zum Wohle des Volkes. Und so war das bei uns, dass wir am 27.03. die Rashtudé auf Deutschspitzen offiziell ins Leben gerufen hatten. Interessanterweise ist mir dann später erst bewusst geworden, dass am 27.03.1997 sind wir mit der Familie nach Deutschland gekommen. Also genau nach 17 Jahren, nach meinem Eintreten, also nachdem ich nach Deutschland kommen durfte, haben wir die Rashtudé auf Deutschspitzen ins Leben gerufen, also im Internetkonferenz sozusagen gegeben. Das war der offizielle Start. Und wer weiß, vielleicht musste es sein, dass ich hier nach Deutschland komme, um dann diese Petition ins Leben zu rufen. Nun, wie schaut das jetzt aus? Das ist der aktuelle Stand, das ist aktueller Screenshot von gestern, hat unsere Petition knapp 27.000 Unterstützer erreicht. Das ist gut, aber ich hätte mir ehrlich gesagt mehr vorgestellt. Also das ist meine Einstellung. Ja, ich dachte, dass es viele Menschen daran eigentlich ein Interesse daran hätten, dass Rashtudé auf Deutsch kommt. Aber ich bin mir auch sicher, dass all diejenigen, die dazu beigetragen hatten, für sich selbst mit gutem Gewissen schlafen können oder einschlafen können, dass sie sagen, ich habe meinen Beitrag dazu getan, dass irgendwann mal Rashtudé auf Deutsch kommt oder auf Deutsch kommt Rashtudé. Denn man kann da keinen zwingen, genauso auch hier. Es ist ja alles freiwillig. Und so möchte ich persönlich vielen herzlichen Dank sagen für die Unterstützung, allen, die dazu mitgewirkt hatten, insbesondere auch natürlich der SMG-Mannschaft und auch die, wo das auch dazu einen Beitrag gemacht hatte. Und insbesondere möchte ich noch Freeman einen Danke sagen persönlich und Michael Vogt, die von Anfang an dazu beigetragen hatten, dass Rashtudé die Petition verbreitet wird. Nun, wie hat sich das bisher entwickelt? RIA Novosti hat über die Petition zweimal berichtet. Ich denke, die meisten werden von euch mit Sicherheit was anfangen können. Und indem, als Herr Kerry gesagt hatte, dass Rashtudé ein Propagandasender des Kremls ist, haben die in ihren zwei Beiträgen diese Petition unter anderem erwähnt.
dass es da läuft. Bei uns vor kurzem war die Kulturzeit, ich denke mal, den meisten wird das mit Sicherheit ein Begriff sein. Erfahrungen, die wir auch gemacht hatten, nächstes Mal werden wir uns anders überlegen, denn ich bin nicht mehr bereit, 6 Stunden meiner kostbaren Zeit in die zu investieren, dass die nicht mal dann 1 Minute in dem Beitrag zeigen, der dann antirussisch gesendet wurde. Wer darüber informieren wird, alles Propaganda, Dreisat, wird im Internet finden. Und vor kurzem oder demnächst kommt ein Beitrag der Süddeutschen Zeitung über Petitionen, werden die auch über unsere Petition schreiben. Nun, wie schaut das jetzt aus mit Rush Today? Kommt jetzt oder kommt es nicht Rush Today? Bei Compact Left, und das ist der Herr Elsässer, der das auch persönlich bezeugen kann, sagte der Pressesprecher der russischen Botschaft, Sergei Belaev, dass der Nachrichtensender RT noch in diesem Jahr ein deutschsprachiges Programm starten wird. Freunde, und danke ich nochmal allen herzlich sehr, die dazu beigetragen haben. Und so ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis Rush Today auch auf Deutsch senden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Höchstwahrscheinlich werden die erstmal klein anfangen, um zu sehen, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt, ob es Interesse gibt an diesen Beiträgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn die anfangen zu senden, dass möglichst viele Klickzahlen zu ihnen kommen, weil die werden wahrscheinlich erstmal übers Internet nur senden, weil das kostengünstig ist. Und wenn die sehen werden, dass überhaupt da Bedarf ist an solchen Informationen, dann bin ich mir auch sicher, dann senden die auch über Kabel und Satellit. Das ist meine Überzeugung. Weil wir bisher noch keine offizielle Aussage von Russia Today persönlich, also ich persönlich, hatte noch keine gehört, dass sie sagen, konkret schriftlich, dass ich das Beweis habe, dass die senden werden auf Deutsch, haben wir dazu erstmal Vorkehrungen getroffen, dass wir wollten nochmal die Petition nochmal pushen, in dem Sinne, dass es möglichst viele Menschen von der Petition erfahren. Und so haben wir dank einigen Unterstützern Infomaterial uns erstellen lassen. Das ist unter anderem solche A3-Poster oder auch solche Flugblätter. Da, ihr könnt dieses Material da hinten einfach euch bedienen, falls jemand auch mitverteilen möchte, bei Freunden und Bekannten auch das Ganze verteilen, dass auch die davon erfahren, kann sich gerne da hinten bedienen und diese Informationen mitnehmen. Und seinen Beitrag leisten, damit die Lügen endlich und noch schneller aufhören.